Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Projekt zu Railway Empire. Ich begrüße euch zur allerersten Folge von diesem Spiel, das ich mit ganz, ganz lieber Unterstützung von Calypso geschenkt bekommen habe. Und da möchte ich auch, da fieber ich auch schon ein bisschen drauf hin. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir die erste Folge mal uns angucken. Ich möchte ein freies Spiel wählen und ich habe schon mal gerade ein bisschen reingeguckt, aber nur wirklich ein paar Minuten. Der Osten, und da möchte ich einfach das Startkapital soweit nutzen. Zusammen werden wir sie alle bezwingen. Und hier habt ihr eben so bestimmte Charaktere. Die haben alle einen Bonus, Gleisbaukosten zum Beispiel. Es ist nicht gut, mich warten zu lassen. Hier haben wir die Einstellungskosten, sind günstiger. Die anderen sind nur Glücksritter, ohne eine Ahnung vom Geschäft. Höhere Frachtpreise. Der Geschäftsplan. Ich hatte ihn doch irgendwo hier. 20% mehr Innovationspunkte im Monat. Niles. Niles. Wo ist mein Döschen mit Konfekt? Oh, Konfekt. Erhält 5% höhere Ticketpreise. Oh, diese armen, ahnungslosen Wichter. Sie werden gar nicht merken, wie wir sie über den Tisch ziehen. Und hier haben wir natürlich 20% Rabatt, auch sehr ist wichtig. Meine Uniform nicht. Warum sollten wir... Sorgfältigste Planung, und ich Tabellen, werde Zahlen und harte Fakten. Zwergus Longus, und das ist Zwergon Inc. So, und auf geht's. Wir fangen jetzt mal an. Das ganze Ding ist super schön gemacht. Muss ich an der Stelle ganz klar sagen, es ist ein wahnsinnig hübsches Spiel. Dein Unternehmen wurde frisch gegründet. Dein Startkapital überwiesen und die Liste deiner Aufgaben erstellt. Doch nimm dich vor deinen drei Gegnern in Acht. Das machen wir. So, pass auf, wir gucken jetzt mal gerade ganz kurz. Wir brauchen auf jeden Fall, hier ist eine Fleischproduktion, eine Fleischindustrie. Und die braucht hier unten Vieh. Das heißt, diese Zucht müssen wir hier irgendwie hochbekommen. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen hier aber jetzt irgendwie, wir haben ja natürlich noch mehr, hier sitzen auch die ersten unserer Kontrahenten. Ich würde vorschlagen, was haben wir hier? Fleisch, auch wieder Fleisch. Und hier hätten wir, genau auf der Mitte hätten wir sogar was. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich möchte hier mal einen neuen Bahnhof bauen. Und zwar in Pittsburgh ist unser Start. Da bauen wir einen kleinen Bahnhof hin. Warte, machen wir mal so. Ich möchte gar nicht so viel löschen aus dem Ganzen. Aber wir müssen ja, stimmt, wir müssen ja ins Stadtzentrum uns orientieren. Das machen wir auch. Am Rande. Du musst dann erst in Baltimore. Ah, okay. Wir müssen echt in Baltimore unseren Stadt... Okay. Na, dann machen wir das so. Dann bauen wir hier unseren ersten Bahnhof her. Und dann gehen wir halt von hier nach Washington weiter. Warum nicht? Bauen hier unser erstes kleines Unternehmen auf. 4% Steigung haben wir da drin. Ein Brückchen ist auch dabei. Von A nach B. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Lok. Zuglinie. Von hier nach da. Hin und zurück. Genau. Von Washington nach Baltimore. Beladung automatisch. Prognose weiß man noch nicht. Speichern und verlassen. So, jetzt brauchen wir noch einen Zug. Und da haben wir natürlich jetzt hier noch nicht wirklich viel. Ja, aktueller Wert 30.000, 25 kann das Ding. Das kaufen wir mal. So, einen Lokführer. Waggons. Was haben wir hier? Einen Postwagen, also einen Speisewagen. Was ist denn hier das Personal? Haben wir noch keins? Ah, okay. Schließe den Dialog. Jetzt gucken wir mal. Okay. Ah, jetzt wird er entladen. Ah, es ist cool. Jetzt wird hier hoffentlich eingeladen. Ja, hier wird eingeladen. Oh, da hinten ist ein Gewitter gewesen. Habt ihr das gesehen?
Oh, wie geil. Wie cool das einfach nur aussieht, oder? Und jetzt sind wir schon da. Okay. Muss ich bloß mal gerade rausfinden. Wie komme ich denn aus der Ansicht wieder raus? Mal ganz kurz schauen. Weiterspielen? Ja, doch ganz gerne. Ah, rechte Maustaste. Okay, wieder was gelernt. So, haben wir schon gemacht. Jeder Bürger einer Stadt... Moment. Jeder Bürger einer Stadt... Da jeder Bürger einer Stadt Waren verbraucht, steigt mit der Einwohnerzahl auch der Bedarf. Je größer die eine Stadt... Glück ist nur was für Anfänger und Träumer, Sweetie. Okay. Je größer eine Stadt ist, desto mehr Vielfalt erwarten die Bürger auch, okay? Die Nachfrage für importierte... Okay, das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal im Griff haben. Hier hat eine Weberei gerade aufgemacht. Und die verbraucht Baumwolle. Und hier brauchen wir auf jeden Fall Kühe, also Vieh. Vieh ist unser Deal. Mit dem müssen wir arbeiten. Züge zwischen Verkehren nehmen Fracht- und Expressgut. Ja, genau. Wie schaut es da eigentlich aus? Bilanz ist relativ positiv eigentlich. Da könnten wir jetzt auch mal kurz ins Unternehmen reingucken. Der Unternehmenswert steigt, das Transportvolumen auch. Züge im Einsatz einer, Streckenlänge 97 Kilometer. Wir hätten jetzt einen Lokführer im Angebot. Stufe 1. Okay, Einstellungskosten. Aber ich glaube, wir müssen vorher noch mal ganz kurz eine Kleinigkeit machen. Und zwar... Bahngebäude... Ein Versorgungsturm. Den könnten wir mal hier reinstellen. Oder vielleicht nicht unbedingt hier, sondern vielleicht hier. So ein kleiner Versorgungsturm, der kann uns nicht schaden. Hat jetzt nicht so viel gekostet, ist aber, glaube ich, ziemlich cool. Weil, wenn wir hier Züge durchschicken, zum Beispiel von Baltimore, oder von anders... Von Washington dann beispielsweise rüber nach New York. Da ist ja auch schon ein Zug da. Das könnte man tun. So, aber wie gesagt, mein erster Ansatz wird jetzt sein, hier Waren anzuliefern nach Baltimore. Und das wird teuer werden. Deswegen, das weiß ich, dass das teuer wird. Aber wir können ja den Bahnhof zum Beispiel vergrößern. Auf zweigleisig. Das wäre dann wichtig, wenn wir einen Güterzug hier ankommen lassen. Wie viele Leute warten hier? Ist ziemlich voll eigentlich, ne? Okay. Also hier steigt auf jeden Fall der Bedarf ganz, ganz arg an. Dampffahrt ins Blaue, ja, auf jeden Fall. Hat der jetzt... Nee, noch nichts versorgt. Die Steuerung, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Züge zwischenzeitlich... Ja, ja, ja. Okay. Jetzt pass auf. Forschung können wir noch nichts. Personal, Aufgaben, setze 4 Züge ein. Okay, mit dem fangen wir jetzt als allererstes mal an. Ist schon ziemlich geil, oder? Jetzt in Baltimore, da geht schon was. Könnte ich auch, warte mal ganz kurz, Lokschuppen. Und da ist noch nichts erforscht und ihr seht schon, wie geil das noch wird. Unternehmen. Deine Aktienanteile. Unternehmenswert, Streckenlänge. Nahrungsmittel, Aktienmarkt, okay. Rohstoffe, okay, da könnten wir jetzt laufende Anleihen. Okay. Konkurrenz. Die haben natürlich schon wesentlich mehr Kilometer vorgebaut. Quartalsbericht, haben wir noch nichts. Okay. Jetzt könnten wir mal zum Beispiel einen Verschlag sorgte für einen besseren Transport lebender Tiere. Das wäre super. Überdachter Führerstand. Okay, dann machen wir mal das hier auf. 100 Innovationspunkte. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, so ein Verschlagwagen finde ich eigentlich eine gute Sache, wenn wir jetzt eh wissen, dass wir demnächst ins Transportgeschäft einsteigen. Warenströme.
Also hier Getreide zum Beispiel in die Stadt. Wenn wir jetzt natürlich Getreide, Milch und Vieh hier anliefern, dann kommen wir doch eigentlich ziemlich gut rein, oder? Wir brauchen jetzt, warte mal, Fleisch geht wohin? Fleisch geht nach New York hauptsächlich. Das ist der Warenstrom. Einen Landbahnhof einrichten, okay. Eisenbahnfreunde. Erhöht die Anzahl der Passagiere jeder Stadt, ja. Wir unterzeichnen. Ja, 10% mehr Passagiere, finde ich cool. Ich wollte das zwar haben, aber bitte, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Ja, okay, einen Landbahnhof einrichten. Das heißt, wir sollten hier nochmal einen Landbahnhof bauen. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay, das müssen wir so anbauen. Ich will das bloß nicht umbauen. Es ging doch gerade eben. Ah, das muss außerhalb stehen. Okay. Okay, das macht Sinn. Aber ich würde das gerne so bauen, dass es nicht so invasiv ist. Okay. Dann drehe ich es mal ganz kurz. Guck mal, wie weit komme ich denn da hin? Weil ich würde das ganz gerne so bauen, dass es am wenigsten schädlich ist. Das ist hier ein bisschen schade eigentlich irgendwie. So ist eigentlich ziemlich geil. Warte mal, ich drehe es nochmal. So, jetzt baue ich hier mal einen Bahnhof hin. Auf dem Landgut. Und das schließen wir jetzt hier drüben an. Ich hoffe, das können wir uns leisten. Wie gesagt, ich baue das so gerade, wie es irgend geht, weil es teuer ist. 2% Steigung ist bezahlt. Eine Brücke schlagen. So, jetzt machen wir hier Folgendes. Hier haben wir... Oh, wie cool! Oh, da müssen wir auf jeden Fall mitfahren. So, jetzt brauchen wir natürlich eine neue Lok erstmal auf der Spur. Schaut schon ziemlich cool aus, oder? Ja. Hätte man natürlich jetzt auch so wenig Steigungen wie möglich, finde ich generell cool. So, und da setzen wir jetzt einen neuen Zug ein. Quatsch, nicht neuen Zug. Eine neue Zuglinie. Von hier. Warte. Nach hier und zurück. Okay. Beladung. Nur Fracht, manuell, automatisch. So. Sollen sie ruhig automatisch liefern, ist mir recht. Lokomotive wählen. Kaufe eine Lokomotive. Noch ein Grasshopper hinterher. Lokführer. Nehmen wir jetzt soweit nichts mit. Wir hätten einen Wachmann im Angebot. Zugbegleiter, ein Heizer. Da haben wir alles nichts. Wir nehmen mal niemanden mit. Warum sollten wir auch, ne? Öl hat er. Da müssten wir vielleicht auch mal aufpassen. Habe ich den jetzt? Ich glaube, ich habe den jetzt gekauft, oder? Ja. Habe ich jetzt gerade im Moment nicht gesehen gehabt. Aber, oh, der lädt! Warte. Boah, ist das geil. Oh, wie cool. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir unfassbar gut. Oh, ich will das. Oh, ich will das so sehr. Wie gesagt, solche Strecken werden wir auch wieder schöner machen. Der hat jetzt ganz, ganz viel Getreide hier in der Lieferung. Und das wird in Baltimore, wird das wahrscheinlich momentan eher für das allgemeine Wachstum sorgen hier. Jetzt brauchen wir allerdings hier noch ein Signal vielleicht her. Signal. So, einfach der Sicherheitshalber.
dass wenn hier ein Zug drinnen steht, dass der vielleicht Schluss macht. Warum habe ich denn hier eine neue Zuglinie aufgemacht? Nee, brauche ich nicht. Aufgaben? Verdient die auch Geld? Nimmt die auch irgend... Ah, die nimmt nichts zurück, okay. Indianer-Umsiedlungsgesetz beschlossen. Verhandlungen mit Stämmen beginnen. Oh, oh, oh. Ah, hier kommt da... Ah, cool, hier kommen auch so Infos. Okay, also der bringt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was ein, hoffe ich. Im Zweifel kommt der hier mit Passagieren halt hauptsächlich. Ein Speisewagen könnte man einrichten. Boni für alle Mitarbeiter. Einnahmen durch Post. Postwagen nicht erforscht. Ah! Wo komme ich denn als nächstes zum Postwagen hin? Postwagen, hier durch diese Reihe. Wir dachten, der Führerstand nehmen wir mal mit. Dann können wir nämlich auch die John Hancock bauen. Die hat ein bisschen mehr Wumms drauf. Was haben wir hier noch? Blattfederung, okay. Eine Glocke. Schön. Okay, die Investitionspunkte, die dauern 40, kriegen wir nur im Monat. Das heißt, da wird ein bisschen, das ist ein bisschen hin. Ein Marktschreier bewirbt die Möglichkeit deiner Züge und erhöht für mehrere Wochen in deinen Städten Post. Okay. Oh, der ist teuer, Livorni. Noch nicht. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Geld ausgeben gerade. Fleisch ist hier maximaler Waren. Nee. Oder? Die haben ja gar keine vorhandene Rohstoffe. Null. Okay. Unternehmen. Transportvolumen steigt, ja. Die Zugpersonal hätte ich mal ganz gerne. Hier kommt gerade der andere an, während der hier entladen wird. Das heißt, der dürfte jetzt eigentlich nicht fahren. Ja, der hat rotes Signal. Boah, 17.000, alter Schwede, ey. Das ist cool. Auslastung 34, Auslastung hier 12. Das ist cool, das gefällt mir jetzt schon. Webereien. Ich würde hier gerne, ab 90.000 dürfen wir hier auch dann in Baltimore was Neues aufbauen. Wie schaut es in Washington aus? Da dürfen wir ab 40.000 was Neues hinsetzen. Oder wird hingesetzt? Ich weiß noch nicht. Industrie... Nein, 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 nein. Wir könnten die auch kaufen, dann gehört sie komplett uns. Dann könnten wir in Washington eine eigene, das ist jetzt aktuell im Privatbesitz. Jetzt lass mal ganz kurz gucken, was kosten uns die Fleischerei in Baltimore. 300.000, der Weberei. 209, ach, alles 300.000, das ist teuer, der Spaß. Okay. Jede Stadt kann bis zu 3 Industrien verfügen. Hier werden komplexe Waren hergestellt. Okay. Die vierte ist dann was anderes, oder? Okay. Jede Stadt verbinde Produzenten und Verbraucher. Ja, mach mal. Immer wenn ein Zug eine Stadt erreicht, werden Fracht, Post und Passagiere entladen. Die aussteigenden Zahlen, okay. Also das ist schon mal ein solides Einkommen, was wir hier generieren. Was, ein Bandit? Bandit. Überfällt den Zug eines Konkurrenten und... Ah, okay. Dann könnte man auch ein bisschen klauen gehen. Okay, also für mich das Wichtigste ist eigentlich hier nochmal einen Bahnhof aufzubauen und den auf diese Route hier drauf zu lagen, damit wir Baltimore und Washington separat anschließen könnten. Infolgedessen ist allerdings eine Kleinigkeit hier wichtig. Und zwar, wir müssen hier einen Gleisbau anfangen. Oder machen wir das hier hinten? Kann ich das hier machen? Ja, das könnte ich hier bauen. Moment,
geht das nicht? Das ist zu nah dran, oder? So. Kosten 18.000. Bauen wir. Dann bauen wir hier erstmal ein Signälchen her. Warte mal kurz. Andersrum muss das gesetzt werden. Signalrichtung ändern. Warte mal kurz, das muss ich nochmal... Stoppsignal. So rum soll der fahren. Und der soll eben in die genau entgegengesetzte Richtung fahren. Ah, das ist ja cool, das System. Das gefällt mir unfassbar. Ah, wie cool. Sorry, Freunde, ich bin gerade total gehypt und freue mich da einfach drüber. Okay, das mit den Signalen, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Haben wir ja schon irgendwie immer geschafft. So. Ach, das mit dem Wasser hier ist super schön gemacht. Gefällt mir unfassbar gut. So. Haben wir hier noch? Nee. Mediator. Überfällt, was macht der? Spürt Mängel in steigernden Objekten auf und reduziert die nachträglich. Ach cool, auch nicht schlecht. Freunde, wie es weitergeht, das und noch vieles mehr erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!